Meine Damen und Herren, herzlich willkommen schon wieder zurück zu Jump'n'Run. Heute aber mit Türchen 8. Vorhin kam ja schon Türchen 6. Jetzt kommt Türchen Nummer 8. Ich setze das ganze Ding zurück. Wir sollen ungefähr so eine Viertelstunde brauchen oder vielleicht auch ein bisschen länger. Kannst du das zum Schloss bringen? Alles klar. Und los geht's. Die Map heißt Solitude. Und sie sieht wohl ein bisschen nach... Oh ja, geil. Nach so Storyplay aus. Ist mittel von der Schwierigkeit her, also wahrscheinlich abnormal schwer. Und sollte zwischen 9 und 12 Minuten dauern. Also gerade ungefähr die Zeit, die ich noch habe, bevor ich in die Uni muss. Ha, 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 ha. Okay, Leute. Also letztlich von meiner Jump'n'Run-Fähigung bei einer Mittelmap kommt es jetzt darauf an, ob ihr dieses Video überhaupt rechtzeitig sehen werdet. So, hier mache ich erstmal eine Sache. Ich habe keine Lust auf Eissprünge, deswegen habe ich das gerade abgekürzt. Und da unten ist eine Plate, okay? Ach du Scheiße, ey. Es beginnt schon wieder. Ich weiß genau, was die hier für diese Map hier verwenden. Die benutzen die Tatsache, dass wir hier in einem Eisberg feststecken, so. Und, ah ja, und lol, ich habe 24 Sekunden länger gebraucht als bei meinem letzten Run. Läuft auf jeden Fall bei mir. Die nutzen das so ein bisschen aus. Und ich habe es aber geschafft. Sehr schön szenisch umgesetzt. Gefällt mir sehr gut die Map bis jetzt. Schwierigkeit war auch tatsächlich bis jetzt mittel. Okay. Hier, wieso noch keine Brücke steht? Ja, wieso steht hier denn noch keine Brücke? Ja, weiß ich nicht. Wir gehen einfach mal den Weg nach. Sehr schön von Roleplay her so, ne? Also schon ziemlich, ziemlich fresh. Ich hoffe auch, dass das der richtige Weg ist, aber ich denke, dem Weg nachzugehen ist ein guter Weg. So, was ist das denn hier, Alter? Oh, nice. Das ist wirklich cool, dass man dann den ganzen Weg nochmal gehen muss. Da auf jeden Fall einen dicken Dislike von mir. Hier muss doch ein Checkpoint zwischendrin sein, das kann mir ja keiner erzählen. Dass man hier einmal komplett außen rumlaufen muss und wenn man den Sprung verkackt, muss man nochmal laufen. Hier ist ein Checkpoint, dachte ich's doch. Wäre ja auch zu krank gewesen. So, und hier kann man diesen Sprung abkürzen, den hier allerdings nicht. Dann muss man hier so außen rum, dann muss man hier runter und dann muss man, lol, ich bin so ein Opfer. Und dann muss man da eigentlich durch. Na gut, hier kann man doch eigentlich auch abkürzen, ne? Kann man? Nee, kann man nicht. Ich dachte gerade, man kann vielleicht sogar noch mehr abkürzen, aber fuck, wir wollen mal nicht übertreiben. Ich frage mich auch gerade, warum ich so schlecht spiele. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund für. So. Also bis auf, dass ich gerade eben schon gespielt habe und meine Hand halt... Och, komm schon, man. Das ist echt kacke gerade, der Sprung. Vor allem das Geile ist, ich habe es gerade geschafft und dann habe ich so gefailt bei dem anderen Sprung. Ich dachte halt, dass man sich hier mehr den Kopf anschlägt. Deswegen war ich so ein bisschen... So, nice. War so ein bisschen vorbelastet. Ich habe schon 2 Minuten länger gebraucht, als wenn ich diese Map in 1 Sekunde durchgespielt hätte. Ach ja, irgendwie ist das auch ein bisschen buggy hier. Und es ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Es ist Kopfanschlagsprung hoch 10. Und jetzt, oh nice, Glaspane-Sprünge. Das erste Mal, dass wir in einer Map Glaspane-Sprünge drin haben, bis jetzt. Schön, dass es bis jetzt auch ohne ging. Doof, dass sie jetzt eingeführt haben. Oder so. Aber es geht ja wieder ganz gut bis jetzt, ne? Okay, das ist ein... Ah, ich dachte gerade, Alter, ich muss den ohne Leiter machen. Dann wäre er ein bisschen härter gewesen. Oh, nice. Slimy Slimer. Habe aber auf den ersten Versuch geklappt. Und nochmal ein Kopfanschlagsprung. Relativ schwer. Normal. Dann machen wir doch lieber mal normal, oder? Also ich traue mich halt wirklich nicht bei einer Mittelmap auf Timolia den relativ schweren Weg zu gehen. Weil ich weiß halt, was bei denen schon mittel ist, so. Und ich möchte ungern... hier doch irgendwie 10 Jahre dran arbeiten. Ist natürlich jetzt geil, irgendwie, wenn man dann einen Speedrun macht und man einfach den schweren Weg machen würde, wenn man dadurch irgendwelche Vorteile, wie zum Beispiel, dass man einfach schlichtweg schneller wäre, erhalten würde. Oder einfach nur, um anzugeben, weil man dann irgendwie doch für den gleich lang braucht oder so. Alles mögliche Speedrun-Möglichkeiten. So, boah, das ist so eklig. Ich möchte einfach nur durchsprinten. Ich möchte mich gar nicht damit befassen. So. Und so. Und jetzt die Frage, hä? Ist das wirklich gedacht, dass man da reinspringt? Das ist aber echt... Okay, möglich. Das ist aber echt unüblich, so dachte ich so. Oder hart, oder aber... Ist möglich. Okay. Der sagt, Sprünge sind alle getestet und möglich. Oh Gott. Das ist genau das, was ich in einer Mittelmap nicht hören möchte. Dass die Sprünge alle möglich sind und getestet. Das ist so genau das, was man bei Kaizo Mario damals auch gesagt hat. Und dann hat man dich einfach dermaßen hart durch den Popo, in den Popo. Ach, ich möchte da gar nicht von reden. Das ist genau das, mit was man Spieler verschreckt. Mit dem Spruch, Sprünge sind getestet und möglich. Also außer natürlich, wenn das dir irgendwie ein Kiddie schreibt, wobei sogar dann... Nein, sogar dann ist man verstreckt. Alles klar. Isaac Perezens, Sprünge der Unmöglichkeit. Extrem schwer. Ach so. Ach du Kacke, Alter. Das will ich doch mal versuchen.
Wow, ich kenne den Sprung. Der ist möglich, ja. Aber ich möchte ihn definitiv nicht probieren, bitte. noch versuchen hier entlang. Nein, ich möchte es wirklich nicht versuchen, danke. Ich finde es aber nett, dass sie einem die Möglichkeit geben, immer mal wieder so ein bisschen den Abfuck auch real zu erleben. Ich bin mal gespannt, ob das jemand wirklich macht. Doch versuchen? Nein, ich möchte es nicht versuchen. Jetzt lass mich bitte in Ruhe. Mir reicht eine Map mit der Schwierigkeit Mittel. Ich sehe das Ding da drüben und krieg schon Brechreiz, du. Wirklich nein. Lass mich bitte einfach meine Mittelmap spielen. Die momentan sich eher spielt wie eine leichte Map, muss man ehrlich sagen. So. Hä? Wo muss ich hin? Ich muss doch darüber, oder? Nee. Ich versteh's gerade nicht. Vorsicht, Blätter. Ach so, hier kommt man dann hin. Alles klar, gut. Vorsicht, Blätter. sagte jemand gerade eben irgendwie. Kann ich eigentlich... Ich glaube nämlich, dass das leichter ist, genau. So, genau, da habe ich schon wieder gedacht, dass ich mir da gleich die Birne anschlage. Das ist cool gebaut hier, das gefällt mir ziemlich gut, dass man hier irgendwie so x verschiedene Möglichkeiten hat, das zu machen, je nachdem, ob es einem zu schwer oder zu leicht wird. Das sollte man eigentlich immer so machen. Hey, alles klar, jo, was geht bei dir? Ich bin auf der Weg zum Schloss. Suche Magier, er wird dir helfen. Ich bin Magier. Okay, gib mir Magier, Alter. Bin ich hier richtig? Ich suche Magier. Ich hänge hier nur so rum. Ja, läuft bei dir, wo muss ich hin? Hallo? Okay, hier geht's rein. Oder theoretisch kommt man hier jedenfalls rein. Gucken wir mal, ob wir wirklich reinkommen. Das Feuer ist so toll. Wahrscheinlich muss ich hier hoch. Oh Mann, ich mag's nicht, wenn ich nicht weiß, wo der Weg ist. Also hier oben auf jeden Fall schon mal nicht. Oh, muss ich jetzt ernsthaft den scheiß Text lesen oder irgendwie verstehen, wo ich hin muss? Das ist so ziemlich das Letzte, was ich gerade will. ernsthaft. Such Magier Louis. Na, da unten ist nur Eis. Bist du Magier Louis? Bist du Magier Louis? Mann, ich suche einen Louis. Wo ist der Louis hin? Irgendwie ein Schild oder irgendwie so eine Scheiße, die mir sagt, wo ich hin muss, wäre eigentlich ganz nett. Soll man hier auch einfach vielleicht hochspringen? Ich hänge hier nur so rum. Ja, da, ich bin Louis. Ah, da oben muss man hin. Ja, okay. Eigentlich war es ziemlich offensichtlich. Ich bin nur der typische Skate mal wieder und hab's nicht gesehen. Ich hänge hier nur so rum, also müssen wir es irgendwie schaffen, da hochzukommen. Blöderweise oder lustigerweise ist hier auch so... Ja. Und wo muss ich hin? Irgendwie muss ich ja wohl da hinkommen. Da unten geht's sogar rein. Jetzt sag mir, da kann man hochlaufen, oder? Das wäre natürlich noch lustiger. So, guck mal. Ich hänge jetzt hier auch mal einfach so rum. Zack. Hi, ich bin Magier Louis. Da hinten muss ich hin. Okay, Magier Louis. Huh. Kannst du mir noch Kräuter holen? Alter, welche Kräuter habe ich genommen, dass ich mich auf einmal wegteleportiert habe? Alles klar. Läuft bei mir auf jeden Fall. So, wo muss ich hin? Ganz schnell jetzt. Da hinten ist irgendwas mit Jump'n'Run. Da ist auch irgendwas mit Jump'n'Run. Da ist ein Checkpoint. Das macht's alles gerade nicht besser, ne? Ich brauche Kräuter. Alles klar. Habe ich einen Checkpoint? Ja, habe ich. Dann suchen wir doch mal ganz schnell. Wo muss ich denn hin? Wo fängt denn dieser Jump'n'Run hier an? Ach, da oben. Ich Otto. Ernsthaft? Das ist ernst gemeint? Nee, das ist nicht ernst gemeint. Hä? Wo fängt der Jump'n'Run an? Was ist denn das schon wieder? Irgendwie wird erwartet, dass man irgendwann oben ist, so? Aber wo fängt denn diese Kacke hier an? Was? Zum Henker. Wo muss ich hin? Das ist an dieser Map echt nicht gut gemacht bis jetzt. Ich check nie, wo ich hin muss. Hi, wer bist du denn? Das hier könnte ein Anfang sein. Das hier könnte ein Anfang sein. Ich gucke mich jetzt hier einmal um. Da oben kommt man irgendwie raus. Da ist ein Checkpoint. Hier ist ein Ausrufezeichen. Da kommt man nicht hoch. Hier sind auch... Es sieht schon so aus, als müsste ich irgendwie von hier. Aber man kommt hier ja nicht runter. Unmöglich, dieser Sprung von hier oben. Was wollen die von mir? Soll ich von hier aus da drauf springen? Ah, selbst dann ist er noch unmöglich.
Was wollen die von mir, Alter? Ist das... Oh nein, sagt mir nicht, dass da drunter Slimes sind. Oh, ich hasse euch doch. Mann. Wie dumm. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen, Mann. Da muss die Map, also für sowas, da muss die Map für mich schon auf schwer gestellt werden dafür. Alles Niklas Schuld. Hätte man auch mal einen Hinweis einbauen können. So, hey, Achtung. Achtung, muss, benutz dem Gehirn. Mach Nutzen von dem Gehirn. Versuch bitte zu denken. Okay, sorry. Herrlich. Hätte ich aber echt, um ehrlich zu sein, nie dran gedacht. So, nice. Ich bin schon 10 Minuten schlechter als in meiner letzten Zeit. Da hatte ich die Map nämlich in einer Sekunde durchgespielt. No joke, no offense, no whatever. War klar. Immer wenn du denkst, dieser Sprung ist eigentlich zu leicht, ja, kommt das Timolia-Team und baut dir einfach irgendwas über dein Köpfchen, damit der Sprung nicht mehr so leicht ist. So, und wenn ich noch einmal dagegen springe, dann raste ich aus, Alter. Also gegen dieses Wandding, meinte ich. So. Und noch. Oh, da ist auch so eins. Oh, ich hasse euch einfach. Kopfansprung springe. Igitt. Igitt, Alter. Das macht man immer beim ersten Mal, macht man es aus Versehen richtig oder so. Und dann, wenn man nicht mehr dran denkt, dann passiert sowas. Definitiv Schwierigkeitsgrad Mittel ist es hier. Okay, ich habe Kräuter. Da geht's zum Schloss. Alles klar, Bitch. Auf geht's zum Schloss. Wer geht zum Schloss? Ich gehe zum Schloss. Okay, sorry. Hier ist ein Ausrufezeichen. Lol, die machen immer ein Ausrufezeichen, wenn irgendwo... Ah, das könntet ihr mir auch sagen. Mann, ich wusste das nicht. Wahrscheinlich stand es auch noch irgendwo. Und ihr hatet mich alle in den Kommentaren. Oh Gott, warum? Warum immer ich? Das ist auch eine gute Frage. Warum eigentlich immer ich? Warum muss ich immer sowas machen? Warum habe ich gesagt, dass ich von diesem Jump'n'Run hier... Ich habe übrigens, wer das jetzt nicht mitbekommen hat, ich nehme diese Folge gerade auf, muss eigentlich seit 6 Minuten zur Uni. Das heißt, ja. Also wenn ihr irgendwie der Meinung seid, dass heute noch Watch Dogs kommt, dann tut es mir ein bisschen leid, dass ich euch jetzt irgendwie eure Stimmung vermiese, aber... Nee? How about now? Das ist nochmal so ein Ding, ey. Das ist echt, die sind boah, nochmal so eins. Die sind zu gut... Oh, nee! Fick dich. Die sind zu gut versteckt. Ja, das war so klar. Den muss man halt auch wirklich gut abpassen, den da hinten. Der ist noch zu easy. Der ist auch ein Witz. Aber der hier... Ja, okay, der war jetzt auch nicht so schwer. Ich gebe es ja zu. Ach, und da kommt noch einer, genau. So, und weil es dann sonst zu einfach wäre, hat man hier einfach noch ein paar Sprüngchen hinten dran gepackt. Lecker, Alter. Da freut sich der Skate. So, was ist denn das jetzt hier für eine... Oh Gott. Ernsthaft? Was soll denn das? Wahrscheinlich ist das so gedacht, wie es ich jetzt hier gerade gemacht habe. Das freue ich mich auch in Seedruns. Warenannahme. Müssen wir zur Warenannahme? Klar, wir haben Kräuter. Erinnert ihr euch noch? Wir sind der Kräutergärtner. Au. Okay. Zack, zack, zack. Immer diese Wartezeiten. Ich habe keine Wartezeit. Ich möchte gerne dort hinein. Also, ich stehe nicht auf der Gästeliste. Das ist ja auch cool gemacht. Man kann irgendwie die komplette Sequenz auch durchrennen, aber dann steht man nicht auf der Gästeliste. Das gefällt mir. Da muss man eben außen lang, klar. Warum auch immer. Wissen wir eigentlich schon, warum wir schon ins Schloss müssen? Hat mir das mal einer erzählt? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Wahrscheinlich wegen der Prinzessin. Es ist immer wegen irgendeiner Prinzessin. Wie bei Super Mario auch. So. Guck mal. Aber das finde ich jetzt ganz geil. Hier so außen am Schloss hoch. Das gefällt mir vom Setting wieder sehr. Also aktuell, die Map ist echt gut gemacht. Ich bin nur teilweise zu dumm dafür. Ihr habt es halt nicht für Skates gebaut. So. Da muss man ganz, 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 ganz viele Schilder einbauen. Und die Sprünge auch ganz, ganz leicht halten. Hi, wo kommst du denn her? Ja, von da draußen komme ich her. Er lässt mich halt einfach rein. Puh. Nice. Und wo muss ich hin? Ach, da unten hin. Okay. So, jetzt bin ich drin. Ich Opfer. zack. Lol. So, und jetzt, jetzt wird's eklig. Ah, und jetzt sind wir nämlich drin. Nice. Okay, das ist ein blöder Sprung gerade gewesen. Habe ich nicht gemocht. Ah. Boah, man haut sich hier einfach überall den Schädel an, Alter. Müsst ihr denn die scheiß Burgen so eng bauen, Mann? So. Ja, hier geht's weiter.
bloß nicht auf die rechte Maustaste drücken gerade. Hier sind ja alles so unbekannte Checkpoints so. So, hier geht's weiter. Da fliege ich einfach durch die durch. Das ist schon irgendwie cool. Stopp, kein Durchlass. Alles klar, Bruder. Dann rennen wir hier dran vorbei. Hier ist nochmal so ein scheiß Kopfansprung. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Woher wusste ich das? Sagen wir, komme ich aber ernsthafte Zeitprobleme, Mann. Das ist gerade wirklich, also wenn ich nicht in den nächsten 3 Minuten diese Folge hier beende, dann muss ich sie abbrechen. Ich muss in die Uni. Ich kann das jetzt nicht weiter entschuldigen. Kann man hier hoch? Lol. Ernsthaft. Hi, wie geht's? Ja, bei dir? Ich muss diese Folge jetzt hier beenden. Scheiße, Mann. Das sind jetzt wirklich ernsthafte Zeitprobleme, die ich gerade habe. Weil ich muss gleich in die Uni arbeiten und ich kann da nicht zu spät kommen. Das heißt, wenn... Also, das ist scheiße, du. Ich kann diese Folge aber auch jetzt hier nicht einfach pausieren. Kann ich 3 Stunden lang Minecraft auflassen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt noch... Ich sage 2 Minuten. Dann ist die Folge vorbei, egal was passiert. Lol, wie man hier abkürzen kann. Das ist doch lächerlich. Und ich mache das alles hier legal, den Shit. Ich mache den Shit legal, yo. So. Guck mal. Ich bin der Herbert. Und du? So, geht's hier links. Ach komm, Mann, Alter. Bitte, bitte beende das einfach. Ich möchte gerne fertig sein. Ja, und jetzt? Aha. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo nice Kuchen her. Hallo Kuchen-TV, was geht bei dir? Oh, wie lange denn noch, Alter? Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann hier gar nicht richtig springen. Oder war das, dass ich da hinten drauf springe? Ihr habt doch alle kein Leben, Alter. Mano! Also es ist halt wirklich die Schwierigkeit, gerade Mittel ist halt wirklich sehr, sehr gut angesetzt, muss ich ehrlich sagen. Es ist weder schwer noch leicht. Komm, Mann, Alter. Ich muss die Map durchspielen. Scheiß auf das Steak. Oh, wahrscheinlich ist da oben dann irgendwann das Ende. Mann. Ich komme in Teufelsküche, Alter. Ich sag euch, ich krieg noch richtig Ärger wegen diesem Let's Play jetzt hier. Das kostet mich meinen Kopf. Also der nächste Checkpoint. Mann, diese Map ist auf 15 bis 18 Minuten angesetzt. Das kann doch nicht angehen. Hä? Was ist denn das hier eigentlich? Warum kann man hier teilweise so krank abkürzen? Ja, ich habe ein L gefunden. Danke dafür. Ich schaff's nicht, Leute. Scheiße! Ich muss in die Uni, Mann! Ich kann nicht noch länger brauchen. Was mache ich denn jetzt? Mann, das muss jetzt so schnell gehen wie möglich. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe halt wirklich absolut keine verfickte Zeit mehr gerade. Ich finde immer wieder das L. Das freut mich sehr. Aber ich... Mann! Ich muss jetzt so... Ach, komm schon, Mann. Diese scheiß... Ah. Es geht nicht besser, Mann. Ich muss das jetzt hier... Oh, komm. Ich habe halt wirklich... Ich schwitze momentan wie ein Otto. Habe hier Jacke und alles schon an. Oh, endlich... Komm schon. Es beginnt halt einfach schon wieder sowas. Wie oft soll ich denn noch hier jeweils außen rumspringen? Bin ich bald mal am Ziel, bitte? Es kommt auch noch sowas. Weißt du, ich habe einfach die Map nur gespielt, weil die in der Zeitvoraussage gesagt haben, dass es nicht so lange dauert. Sonst hätte ich hier gar nicht erst angefangen. Dann hätte ich die Map heute auch nicht hochladen können. Da ist das Ende. Nein! Fick dich! Komm schon! Ich muss echt in die Uni, Alter. Ich hau jetzt die Videos in den Upload. Ich kann denen nicht mal mehr einen Titel... Oh, ich bin so dumm. Ich kann denen nicht mal mehr einen Titel geben, weil ich so eilig hab. Jetzt... Ich raste voll aus, ey. Jetzt, boah, Alter, ich hab keine Zeit mehr, verfickte Scheiße. Da hinten ist das Ende. Nein! Deine Mutter. Ich werd wahnsinnig. Nein! Ganz ruhig, Skate. Ich begehe gleich Selbstmord, Alter. Boah! So, das hier ist überhaupt nicht schwer. Und das hier auch nicht. Dankeschön. Tschüss, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen wieder.